viel mehr Sinn, wenn man nicht alle zwei Jahre nur wegen der ÖH-Wahl neu beginnen muss und alle Konzepte über den Haufen schmeißt, die jetzt schon ausgearbeitet sind, sondern es gehört schon dazu, und deswegen ist er bei der Plus ein Mann am Podium, dass ein bisschen Expertise aus der letzten Periode dazukommt. Und das Know-how kann dazu genutzt werden, um die ÖH zu verbessern. Also deswegen ist ein Mann am Podium von der Plus. Was hast du jetzt gemeint? Ja, weil bei uns im Team gibt es von 22 Leuten auf der Liste genau 12 Frauen. Und ich bin da drauf, weil ich auch in der nächsten Periode in der Exekutive sein kann, in der UV sitzen kann. Okay. Und bereits seit Dezember Erfahrung. Eine Frau könnte das nicht, oder? Bitte? Eine Frau könnte das nicht, oder wie hast du das jetzt gemeint? Doch, aber eine Frau hat sich eben nicht aufgestellt. Von unserem Vorsitzteam, es sind 5 Leute im Vorsitzteam, habe ich die Expertise, die sozusagen für die nächste Periode auch entscheidend ist. Und die anderen nicht? Okay. Ich würde vorschlagen, Thema ist abgetan. Der VSSDÖ wollte auch noch eine